Radio Okito, Radio Okito, von Mensch zu Mensch. Zu Gast ist heute der Thomas Ulbrich und da heißt es vedischer Lifestyle, Yoga und Ayurveda in Verbindung mit unserem Alltag, so heißt es. Thomas Ulbrich, auch genannt P.TigerRay, so findet ihr ihn auch auf YouTube. Sendung über Yoga und Ayurveda in Verbindung mit unserem Alltag. Yoga und Ayurveda sind Geschwister. Die Lehren aus dem Ausdünnen der Gedanken und von Wesen der Natur in Bezug auf uns Menschen. Es sind Wissenschaften, die in Indien jahrtausendelang erforscht und gepflegt wurden und die nun seit einigen Jahrzehnten weltweit große Beachtung und Beliebtheit erfahren. Der Erfolg ist vor allem auf die Tatsache zurückzuführen, dass es völlig ausreicht zu praktizieren, um spirituelle Erfahrung zu machen. Es ist Nebensache, ob man versteht, was man tut. Da es sich um Wissenschaft und Forschung handelt und nicht etwa um Religionen, gibt es auch keine letztendliche Instanz, die die tatsächliche Wahrheit bestätigt oder in Abrede stellt. So ist jeder beim vedischen Lifestyle selbst verantwortlich, auch selbst der Entscheider. Der Entscheider über Gut und Böse, der Entscheider über Gesund oder Ungesund, der Entscheider über Wahrheit und Fake, der Entscheider über seine Gedanken und seine Gefühle über uns, über sein Handeln. Die vielen Millionen Empfehlungen, die die Weisen, Risis, so heißt es, seit tausenden von Jahren auf Palmblätter aufgeschrieben und gesammelt haben, sind daher oft mehrfach Wiederholungen, wie sie auch völlig gegensätzliche Aussagen erhalten. Dieses geschieht dadurch, dass jeder übende Aspirant suchend oder spirituell entwicklungswillige, ganz individuell fortgeschritten ist und daher nicht für alle dieselben Tipps sinnvoll und Erfahrungen möglich sind. Und in dieser Dickicht an vedischen Lehren einen Überblick oder, wie es Vielfalt versprochen wird, Durchblick zu erhalten, welche Chancen uns dieses menschliche Leben schenkt, welche Gesetzmäßigkeiten die Natur vorgibt und wie wir zügig in der spirituellen Entwicklung voranschreiten können, wird ein lebender Lehrer empfohlen, der auf dem Weg zur Selbstverwirklichung schon vorangegangen ist und einige Erfahrungen bereits gemacht hat. Diese Sendung will eine Brücke in unserem alltäglichen Spannungsfeld zwischen einem einfachen Glücklichsein und dem Überleben auf der Erde schlagen. Sie will Inspiration und Ansporn zugleich seiner den Zuhörer, Zuhörerinnen in ihren Gedanken, ihre eigenen Gefühle und in ihre eigenen Handlungen näher zu betrachten und selbst gewünschte Änderungen einzuleiten. Wir werden über Körper- und Atemübungen, über vegetarische Ernährung, über Entspannung und Meditation sprechen. Und jetzt rufe ich doch einfach mal Thomas Ulbrich, guten Abend zu dir, ein interessantes Thema. Guten Abend, liebe Zuhörer, so möchte ich gleich vedisch eine Begrüßung aussprechen, sagen wir eben Om Namah Shivaya oder Hara Hara Mahadev, Jai Ma, Rade Rade, also Jai Gurudev. Also so gibt es da verschiedenste Gepflogenheiten in den unterschiedlichen Teilen und in den unterschiedlichen vedischen Ausrichtungen. Das waren jetzt lauter unterschiedliche Begrüßungen. Namaste ist natürlich dann höflich. Ja, wir wollen heute über vedischen Lifestyle sprechen. Yoga und Ayurveda wurde aufgeschrieben, ne, von den Rishis, ne, den Weisen in Indien. Seit Jahrtausenden sammeln die da das Wissen darum, wie wir dem Yoga näher kommen können. Yoga bedeutet Vereinigung. Vereinigung von Selbst mit der Welt oder Vereinigung vom Mensch mit Gott
oder halt Vereinigung, also die Einheit, das will Yoga. Und im Raja Yoga, der erste Satz von Patanjali beschreibt das Raja Yoga, das ist Atta Yoga Nushasanam, also jetzt wird Yoga beschrieben, Yogas Chitta Vritti Nirodaha. Yogas Chitta Vritti Nirodaha. Also Yoga ist das Ausdünnen des Geistes. So bringt es das auf den Punkt. Patanjali meint, das aktive Ausdünnen des Geistes, das aktive Reduzieren der Gedanken, Lenken der Gedanken in die Richtung, in die wir es haben wollen. Und Yogas Chitta, Chitta ist eigentlich das Unterbewusstsein. Also es geht so weit, dass wir das Unterbewusstsein übers Yoga in die Richtung lenken wollen, in die wir es haben wollen. Yogas Chitta, Vritti, Vrittis sind diese kleinen Gedanken, die dann zu Samskaras werden. Samskaras sind die Gewohnheiten und die Vrittis sind die Gedanken, die diese Samskaras dann bewirken. Und über diese Furchen, die wir da im Gehirn irgendwo so haben, diese Samskaras, dann können wir dann das Chitta, das Unterbewusstsein, beeinflussen. Und irgendwann denkt man automatisch im Unterbewusstsein, wenn man lang genug übt und intensiv genug, das, was wir wirklich wollen. Also das Ausdünnen des Geistes. Naja, wenn wir da unseren Reden hören da, oder die vielen Eindrücke von außen, die auf uns zukommen, eine große Aufgabe. Hm? Dazu ist einmal notwendig, dass wir das überhaupt wollen. Also dieses Subecha, wie das in den Bhumikas bezeichnet wird, also sieben Bhumikas, ja, ich habe da, gehe heute einfach drüber hinweg, ich will nicht alles erklären. Über die Bhumikas habe ich ein eigenes Video gemacht, kann ich dann vielleicht in der Infobox oder eine Infokarte dann in ein Video stellen oder so, in der Art, wenn man das gedacht. Also da gibt es eben Beschreibungen, wie fortgeschritten die jeweiligen spirituellen Suchenden sind. Und der allererste Schritt, das nennt man Subecha, das ist, es zu wollen. Also in irgendeiner Art und Weise muss man irgendwann mal die Entscheidung für sich treffen, ja, ich will mich spirituell entwickeln. Und um einfach da jetzt die Stimmung in diese Richtung zu treiben, möchte ich gerne mit dem Gajanana anfangen, Klaus. Es ist Track 1. Das ist so die Hymne an Ganesha, die wir in Yogastunden und so zu Beginn auch immer singen. Und ich habe da so Studioaufnahmen mitgebracht, wo ich das mal schön eingespielt habe. Und das möchte ich euch gerne vorspielen. उमासुतं शुकविनाशकर्णां नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं जदाननं कुमरकर्णां महाबिन्दीरमयूरवाहनं रुद्रस्यासुरं सुरसैन्यलतां गुहं जलं जलं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारवरदवला या शुभ्रवस्त्रावृता यमीनवरान्दमतितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युता शङ्करप्रभृतिः देवैः सदा पूजिता समां पतु सरस्वती भगवती निःशेषचत्यापः ॐ नमः शिवाय पुरावे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शङ्काय श्रीशिवन्दाय ते नमः श्री विष्णुदेवनन्दाय ते नमः ॐ सर्वमङ्गलमङ्गये श्रीसमर्थसाधिके शाम्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते नारायणि नमोऽस्तु ते लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु
Luka Samasta Sukhino Bhavantu. Das ist Sanskrit, ne? Sanskrit ist so gesungen, eigentlich immer gesungen. Und dieses Luka Samasta, das heißt so, mögen alle Wesen auf der Welt glücklich sein. Ja, also glücklich sein, das ist das Ziel von uns allen, denke ich mal. Und jetzt gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir dieses Glück aktiv angehen können. Ja, also wir haben gesagt, Yoga Citta Vritti Nirodha, aktiv. Also wir wollen die Gedanken aktiv ausdünnen. Das ist Yoga. Und da gibt es halt dann das Berühmteste natürlich die Körperübungen, die Asanas oder Pranayama, also Atemübungen. Und wenn man das tut, dann passiert das ganz automatisch. Und das ist das Spannende dran, ja? Also diese psychosomatische Sichtweise, dass man sagt, okay, wenn ich was denke, dann wirkt sich das auf den Körper aus. Das funktioniert genauso umgekehrt. Also wenn ich mit dem Körper was tue, dann wirkt sich's auch auf die Gedanken aus. Und insofern haben wir über die Körperübungen, über Asanas und Endentspannung und so, die Möglichkeit, unsere Gedanken zu verlangsamen, auszudünnen, wie Patanjali so schön sagt. Jetzt, wir reden heute über den vedischen Lifestyle und da will ich einfach über mein Leben erzählen, ja. Also, im Ayurveda gibt es ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass es sinnvoll ist, in der Früh aufzustehen und am Abend schlafen zu gehen. Also, regelmäßig, meint das Ayurveda, ja. Also immer zur selben Zeit aufzustehen und zur selben Zeit schlafen zu gehen. Und dann meint das Ayurveda auch, ist es sinnvoll, dass man gutes Essen zu sich nimmt, viel Prana zu sich nimmt. Da gibt es eben zwei Wege, um Prana aufzunehmen. Einerseits übers Essen und andererseits über das, was wir erleben. Und umso mehr Prana wir aufnehmen können, umso eher kommen wir diesem Glück näher, meint das Ayurveda. Und so ist halt das Aufstehen in der Früh schon mal was ganz Zentrales. Mit welchen Gedanken oder aus welchen Träumen heraus kommen wir in den Tag? Und wie beginnen wir unseren Tag? Und da ist natürlich dann, jeder hat irgendwo seine Morgenroutine, dann eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie wir das dann in Richtung Gedanken ausdünnen, gestalten können. Wir können zum Beispiel mal mit einem bestimmten Mantra anfangen. Also die Mantren, ja, die werden sich jetzt durch die ganze Sendung irgendwie durchziehen. Es ist das mächtigste Werkzeug, was wir in Yoga haben, um die Gedanken in die Richtung treiben zu können, ist das Mantra. In Verbindung mit einem Bild dazu ist es natürlich noch kräftiger dann. Und es gibt tausende verschiedene Mantren in der vedischen Philosophie, die vorgeschlagen werden und die man lernen kann. Und die kann man dann für verschiedene Situationen unterschiedliche Mantren nutzen. Und so den ganzen Tag eigentlich über hat man die Möglichkeit, dass man sich immer wiederum daran erinnert, was man eigentlich will. Ne? Also Subhejya haben wir gesagt, wir wollen zur Selbstverwirklichung, wir wollen glücklich sein. Oder ja, ich möchte halt. Deswegen mache ich diese Sendung, um euch vielleicht zu inspirieren, dass ihr es auch wollt. Und wer es eh schon will, der könnte zum Beispiel in der Früh sich angewöhnen zu meditieren. Ja, okay, klingt jetzt natürlich streng, ja, schön anziehen, sauber und dann ein Meditationsplatz und dann Räucherstäbchen und eine Kerze und also, ja, alles sehr viel Aufwand und wer hat schon Zeit in der Früh? Aber gut, kann jeder natürlich in seiner Art und Weise ganz frei gestalten. Man kann ja zum Beispiel sagen, okay, aber während dem Duschen, da nehme ich mir eine halbe Minute zum Meditieren und dann nehme ich ein ganz bestimmtes Mantra. Und da sind wir bei Entscheidungen. Ja, wir haben gesagt, also wir müssen uns entscheiden, zu Selbstverwirklichung entgegengehen zu wollen. Und ein sehr, sehr wesentlicher Punkt ist, eine Entscheidung zu treffen, was ist mein Meditationsbild und was ist mein Meditationsmantra. Weil dieses Mantra sollten wir nur für die Meditation verwenden und für nichts anderes, um eben in diesen meditativen Zustand zu kommen. Und wenn man das mal trainiert hat, ein paar Monate oder Jahre, manche können sofort, dann kann man mit einem Atemzug jederzeit in dieses Meditationsgefühl, in diese Meditations
Wolke hineinkommen. Und dann ist schon eine halbe Minute unter der Dusche eventuell eine total tolle Meditation. Und ja, weil da kann man natürlich dann jetzt dann den ganzen Tag so Erinnerungen einbauen. Und davon handelt heute die Sendung. Bleiben wir beim Duschen. Wir könnten zum Beispiel beim Duschen ein ayurvedisches Shampoo verwenden. Ja, oder eine ayurvedische Zahnpasta. Dann sind wir schon wieder ein bisschen erinnert. Ah, okay, ja, eigentlich möchte ich doch gern einen vedischen Lifestyle. Also ich mag es halt so. Oder wir gehen noch weiter und nehmen Empfehlungen vom Ayurveda und reiben den ganzen Körper nach dem Duschen ein mit Sesamöl, mit ein bisschen Patchouli und Rosenöl. Also so auf einen halben Liter Sesamöl, immer 5 Gramm Patchouli, 5 Gramm Rosenöl. Das ist so ayurvedisch das Standard-Balsam. Wenn man sich damit einschmiert, dann duftet man ganz herrlich und hat auch was für die Haut getan. Das Patchouli ist sehr, sehr gut für die Haut. Und Rose gibt dem Körper Sauerstoff über die Haut. Und so hat man wieder eine Möglichkeit. Also jetzt kann ich mir natürlich noch ins Badezimmer meine Ishta Devata, also die beliebteste Gottheit oder so hängen. Oder auch in anderen kann ja auch dann im Laufe des Tages unterschiedliche Inspirationen geben. Also Morgenroutine, ja gut, dann wird empfohlen, eben Wasser zu trinken in der Früh, ne? Also gleich mal. Und was immer wieder ganz wichtig ist, ist, dass ungefähr eine halbe Stunde nach dem Aufstehen spätestens sollte man groß auf die Toilette gehen. Und wenn das nicht geht, dann sollte man trotzdem gehen und so lange tun, bis das geht. Weil das Allerschlimmste, was einem für die Gesundheit passieren kann, ist Verstopfung. Das sagt das Ayurveda. Also ist ganz wichtig. Und es wird dann auch beschrieben, ja, wie so gesunder Stuhl ausschaut, wie eine reife Banane und so, und die darf nicht kleben und darf den After nicht verschmutzen und so. Also, ja, aber gut, es führt zu weit, ja. Aber wir sind jetzt im Haus. Und im Haus haben wir ja jetzt über das Badezimmer hinaus und über den Meditationsraum, den ich gerade beschrieben habe, oder die Meditationsecke, noch viele andere Möglichkeiten, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir eigentlich so Beja gerne uns selbst verwirklichen möchten. Jetzt können wir in jedem Raum einen Altar aufstellen, ja, wie immer der ausschaut, der Altar. Vielleicht unterschiedlich, in jedem Raum anders. Auch im Auto können wir einen kleinen Altar aufbauen. Wir können schauen, dass alles sattwig ist. Also, Rajas, Tamas und Sattva, ich habe das auch in einem Video ganz genau erklärt. Sattva ist eben diese reine Energie und diese Sattva ist also gerade im Haus enorm schwierig hochzuhalten. Ja, also man ist alles sauber zu haben, alles schön, überall ein Duft, überall frische Blumen und wenn sie weg sind, dann sofort austauschen oder immer frisches Wasser geben oder so. Also da kann man ganz viel Aufwand betreiben, um sich das Umfeld zu Hause schön zu machen. Und das ist ja sehr unterschiedlich. Ne? Also Umgebung, wie wir vorher gesagt haben, das Prana, das kommt von dem, was wir erleben. Und wenn wir es uns schön machen und wenn alles sauber ist und gerade bei der Reinigung, jeder, der da irgendwann schon mal aktiv war dabei, der weiß genau, das endet nie. Ja? Man kann immer noch einmal mehr sauber machen. Und da gibt's natürlich dann schon, wenn man diese Dinge halt im Sinne von Karma-Yoga, also im Sinne der Handlung, Gott widmet, viele, viele Möglichkeiten, um sich ununterbrochen zu erinnern, was man denn will, Selbstverwirklichung. Und so kann also putzen oder kochen oder zu, weiß nicht, wie ich sagen soll, Gottesdienst werden oder jetzt halt verschiedene Wörter dafür geben. Wir sagen Sadhana. Also Sadhana ist die spirituelle Übung. Sadhana ist alles, was man aktiv tut, um eben dieses Ausdünnen der Gedanken voranzutreiben. Also Asana sind Sadhana, Pranayama ist Sadhana, Karma Yoga, also Putzen zu Hause ist Sadhana, Kochen ist Sadhana. Sofern man es in dem Gedanken tut, dass man sich selbst verwirklichen möchte. Und da gehört ja dann dazu, wie putze ich, und da gehört dazu, wie koche ich. Ne? Bei Putzen ist so natürlich, wenn man
zum Beispiel den gleichen Schwamm für die Toilette wie fürs Geschirrwaschen verwendet, ist es vielleicht nicht so sattwig. Ne? Da kann man sich also dann schon mal austoben, dass man diese Dinge ein bisschen ernster nimmt. Also bei den Häusern und so gibt es natürlich ganz, ganz viel, was man da noch mehr machen kann. Man kann sie schmücken, man kann Bilder malen, man kann gestalten und. Also Architekten und Künstler können sich ja da enorm auslassen. Aber auch, wenn wir jetzt aus dem Haus rausgehen, also denken wir mal an die schönen Dinge, an Urlaub oder so, kann ich die auch unterschiedlich gestalten. Ne? Ich kann nach Las Vegas fliegen oder ich kann Pilgerreise machen nach Gangotri oder nach Kedarnath oder Yamunotri oder diese Entscheidung haben wir. Ich kann den Jakobsweg gehen, ne, oder ich kann zum Ballermann nach Mallorca fliegen. Es kostet wahrscheinlich nicht viel unterschiedlich viel. Es wird, wenn man das eine schafft, das andere auch möglich sein. Und so haben wir da wieder Möglichkeiten, dass man sagt, okay, machen wir vielleicht doch was, was uns in die Richtung bringt. Bei den Häusern sollte ich noch vielleicht auch erwähnen, das Vastu, also die indische Lehre der Gebäude, da gibt es also ganze Abhandlungen davon, wie jetzt ein Gebäude ausgerichtet werden soll und vor allem die Tempel sind halt alle so gebaut, nach Nordosten offen, weil von dort die Energie kommt und die schweren Dinge dann eher halt im Südwesten und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man dann im Haus dann da auch wiederum in Bezug auf was du anschauen kann. Hat man wieder Möglichkeiten, dass man sich dann da einfach damit beschäftigt, die Gedanken zu verlangsamen. Aber jetzt habe ich so einen Redeschwall losgelassen. Es gibt natürlich auch bei den Künsten nicht nur die gestalterischen Künste und die Häuser, sondern natürlich auch Tanz und Musik und Texte. Und da möchte ich bitten, dass wir die Titel Nummer 5 von Bitu Malik einspielen. Und möchte ich ganz kurz Bitu Malik vorstellen. Bitu Malik ist ein Freund von uns, ja, also aus Vrindavan. Vrindavan ist südlich von Delhi, die Stadt, wo Krishna angeblich gelebt hat. Und er hat dort im Radharaman-Tempel eben gelernt, mit seinem Vater professionell Musiker zu sein. Und die Nummer ist jetzt von einer CD und dann später möchte ich dann noch eine Live-Nummer von ihm spielen. Und möchte gern ein bisschen Werbung machen für ihn. Bitu Malik, er lebt jetzt in Moskau mit seiner Frau und ist natürlich auch regelmäßig in Indien und da wiederum spielt er mit seinem Vater und eben nicht nur Kirtan, also so Gesänge, wo recht einfach sind, sondern auch Ragas, ja, also Ragas ist so mehr so in Richtung Jazz und dann schon eher, für uns ungewohnt lang und ungewohnt langsam anfangen und so. Aber er ist wirklich ein ganz, ganz reizender Mensch und die ganze Familie. Und es gibt wunderschöne Videos von ihm, auch auf YouTube und auf CDs. Und auch die Möglichkeit, ihm zu spenden. Bitte, Klaus, Titel Nummer 5. Freundlicherweise hat er mir auch die Rechte gegeben am Miracoli-Kanal, also am YouTube-Kanal von Miracoli, den ich betreue, wo die ganzen Yoga- und Ayurveda-Erklärungen dann auch im Detail sind und verschiedenste Kochrezepte.
Und ich darf überall seine Musik verwenden. Einfach so. Es ist nicht super nett. Ja, also es ist wirklich eine Bereicherung für den Miracoli-Kanal. Vielen lieben Dank, Bitu. Er ist ein ganz Junge, er ist so 23, 24 jetzt, ja, hat ganz ein kleines Kind und ist also ein begnadeter Sänger. Wirklich, wirklich vom Allerfeinsten. Kirtan war das jetzt, ja, also man hat dann immer den Chor, der danach singt. Wir kennen das vom Yoga-Zentren oder so, halt dann vielleicht in einfacheren Art und Weisen, wo halt dann die Leute mehr oder weniger gut singen. Aber er macht das wirklich also hochprofessionell und hat das auch in seiner Familie und so bereits gelernt. Und so kann man natürlich auch in unserem Wohnraum die Musik spielen, die wir wollen. Hm? Machen wir ja, keine Frage. Auch im Auto. Auch das Auto kann schön sein, wenn es sauber ist, ne? Sattwig ist, ja. Und wenn alles gut funktioniert. Im Haus haben wir halt dann noch verschiedenste andere Möglichkeiten. Also was du, Vasati wird es auch genannt, ja, diese Wissenschaft, wie man optimal sattwige Häuser baut, das ist schon sehr klar, ja, also es gibt da keinerlei Kompromisse, es geht nicht so wie im Feng Shui, du irgendwo ein bisschen Kupfer dazu und dann geht's wieder, das lässt es, was du nicht zu, ja, da gibt's entweder oder, entweder es ist gut oder es ist schlecht. Und das ist sehr spannend, das zieht sich eigentlich durch die ganzen Veden hindurch, ja, es gibt kein bisschen gut oder in jedem ist ein guter Kern. Natürlich ist jeder göttlich, aber entweder er ist ein Asura oder er ist ein Deva. Also zumindest so, wie er sich momentan verhält. Ja, es gibt kein bisschen gut oder bisschen böse. Entweder oder. Und genauso ist er eben, was du, ja. Entweder das Haus steht richtig und am richtigen Fleck oder eben nicht. Und das macht es halt dann natürlich schon sehr fordernd. Man müsste eigentlich dann schon von der Planung her das alles dann berücksichtigen, wenn man das ganz auf die Spitze treiben möchte. Aber eine einfache Möglichkeit, die sicherlich jeder machen kann, wäre zum Beispiel sich Vorbilder aufhängen, ja? Also Bilder von irgendwelchen Dingen, Menschen halt, nicht Dinge. Erhebende Dinge sind natürlich auch was Schönes, aber oder halt Plätze, ne? Wie ich zum Beispiel zuerst die vier Dams erwähnt habe, also Dam ist Ziel, ja, Dam, Gangotri ist so ein Dam für die Inder, die wollen dort alle einmal im Leben gewesen sein, also am Ursprung des Ganges. Oder eben Kedarnath ist dann auch so ein Dam, ist dann vier Dams, Yamunotri und ich war schon dort und jetzt fällt es mir nicht ein. Egal. Also diese vier Dams, das sind so vier Tempel im Himalaya, jeder in einem anderen Tal, das sind so vier Täler nebeneinander, da wollen alle mal gewesen sein. Und wenn man da einen Kedarnath rauf marschiert, also die letzten 20 Kilometer gibt es dann nur mehr einen Fußweg, da bis auf 3800 Meter geht man da rauf, wo dann der Tempel ist. Und da gehen tausende Inder rauf und kaum Touristen, also da ist man eher Exot dort als Europäer. Und die, die nicht gehen können, die reiten auf Pferden, tausende Pferde, also tausend sicher, 3.000, 4.000 Pferde sind da unterwegs, jeden Tag, im Sommer halt, wenn es geht, im Winter kann man da nicht drauf. Und dann die reiten auch nicht können, die tragen es dann rauf, ne? Also die Leichteren, die nimmt einer am Rücken in so einen Korb, oder die ein bisschen schwerer sind, dann nehmen dann vier so eine Sänfte und tragen die da hoch und dann oben ist dann so, wie Staatsbesuch, ja, das sind so vier Hubschrauberlandeplätze und da landen im Minutentakt die Hubschrauber und da kommen die, die Geld haben. Also jeder muss da mal rauf und tausende sind unterwegs. Und wenn man da so gehen will, dann braucht man irgendwie ziemlich gute Ellbogen, damit man Platz zum Gehen hat. Spannend. Ja, aber man ist den ganzen Tag unterwegs, von 6 Uhr früh und 12 Stunden oder was man da rauf kann. Das sind 1600 Höhenmeter noch dazwischen. In die 20 Kilometer, also das hat es wirklich in sich. Und die gehen da teilweise eben, weil sie gern die Selbstverwirklichung näher spüren wollen, auch bloßfüßig rauf, ohne Schuhe. Und also das wäre für mich unvorstellbar. Also gut, es war jetzt ein kleiner Ausflug nach Indien, nach Kedarnath. Also es ist natürlich ein Ziel, dass man sich merkt, ja. Ich merke das schon von meinen Erzählungen. Es ist also sowas
kann man in Europa nicht finden. Unmöglich. Aber Vorbilder können wir uns aufhängen. Wir können uns zum Beispiel in Gandhi ein Bild aufhängen oder Swami Shivananda oder wen auch immer, ja, der euch wichtig ist. Ja. Ich habe da unten so eine ganze Galerie, so mit Yogananda und auch mit Franziskus, ne, den heiligen Franz von Assisi habe ich hinten und also dann so ein paar alte Yogameister noch, die ja niemand mehr leben, Swami Vivekananda und so, der in New York beim Parlament der Religionen gesprochen hat, zur Jahrhundertwende und so, und einer der ersten war, der in den Westen gekommen ist mit diesem Gedankengut. Und so, wenn ich dann da unten im Vorraum gehe, also ich habe so drei Vorräume, ja, da hängen überall so irgendwelche Vorbilder, wo ich mir denke, na, von denen kann man sich ja inspirieren lassen. Und das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wo man immer wieder einfach dann konfrontiert ist, ne? Ja, oder Babaji habe ich unten hängen, ne? Babaji, ja. Da habe ich dann einen Track auf, von ein Mantra von ihm, ne? Das ich gern verwende zum Spazierengehen. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shivaya, Om Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shivaya. Also ihr merkt schon, das ist das Shiva-Mantra. Ne? Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, wie wir nur das Shiva-Mantra rezitieren können. Und die Melodie macht dann einfach auch ganz unterschiedliche Energien. Dieses Dynamische, das habe ich halt sehr, sehr gerne für Spazierengehen. Und so habe ich für verschiedenste Dinge im Tag halt immer unterschiedliche Mantren. In Indien gibt es so die Angewohnheit, man bekommt ein Mantra sozusagen geschenkt. Also einerseits, ich habe zuerst von den Entscheidungen für Meditation und so gesprochen, das passiert normalerweise durch eine Einweihung, ja, durch die Entscheidung für den Lehrer und der Lehrer gibt dann das Mantra und das Bild für die Meditation. Und dabei bleibt man dann sein Leben lang, damit er das halt immer mehr vertieft und immer dann dazu nutzt, um die Gedanken auszudünnen. Und wenn man jetzt irgendwo bei einer Tempeleinweihung, also bei einem neuen Tempel oder bei einer Ashram-Einweihung oder so dabei sein kann, dann wird es als ganz besonderes Geschenk angesehen und da ist dann jedes dieser Bauwerke oder so oder dieser Einrichtungen oder ein neues Yoga-Zentrum einer bestimmten Energie gewidmet. Ne? Und diese Energie hat dann wieder ein Mantra und alle diese besonderen Situationen, die man erlebt hat, die geben uns sozusagen das Recht, so sagen sie halt, ja, dass man dieses Mantra dann auch nutzt. Und so kann man im Laufe von ein paar Jahren, je nachdem wie viel so großartige Events man halt besucht, immer mehr Mantren sammeln, die man dann für verschiedene Dinge einsetzt. Ne? So verwende ich zum Beispiel fürs Einschlafen, Om Aim Saraswati Namaha, also für unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Mantren. Und eben das Mantra für die Meditation, nur in der Meditation. Und so hat man den ganzen Tag immer wieder die Möglichkeit, dass man sich erinnert. Ne? Jetzt kann man natürlich dann hergehen und sagen, okay, immer wenn ich ein Haus betrete, dann segne ich das Haus, bevor ich reingehe. Ne? Und kann mir wieder ein anderes Mantra nehmen. Ne? Da habe ich zum Beispiel Kupala Miroe, Govinda Miroe, Miroe. Es geht ganz schnell, zack. Und das ist dann die riesen Herausforderung, wirklich jedes Haus auch wirklich zu segnen. Ja? Wie schnell vergisst man da ununterbrochen? Ja? Also es sind totale Aufgaben, die einem da aber dann in diese Richtung treiben, das Sadhana, spirituelle Übung, einfach zu tun. Ja, es gibt natürlich viele, viele, viele Möglichkeiten, wie man da dann noch weitergehen kann. Zum Beispiel, wenn wir den Bittuza zuerst die Nummer gespielt haben von ihm, das Om Namah Shivaya. Man hat ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel auf den Handys gibt so Klingeltöne. Ne? Und diese Klingeltöne kann man sich da ganz individuell einstellen. Und jetzt suche ich da auf mein Handy Klingeltöne. Wo sind die? Es ist nicht so einfach, dass man die Sachen da findet bei den vielen Einstellmöglichkeiten. Jemine, 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 jemine.
Aber während ich das suche, wir können natürlich auch am Computer verschiedene Töne einstellen und das alles dann in irgendeiner Art und Weise dann wiederum als Erinnerung einrichten. Na, schaut, dass ich keine Klingeltöne da finde. Ich bin einfach jetzt schlecht vorbereitet. Aber es ist sicher da, wo Einstellungen. Anzeige und Helligkeit, Bedienungshilfen, allgemein, Schriften, Recht, zurücksetzen, so ein Handy hat es in sich. Töne, das wird sein. Klingelton. Also zum Beispiel. Ah, ich habe den Ton aus. So, aber jetzt. Also was habe ich gemacht? Nichts anderes als in Beatles seine Lieder habe ich da als Klingeltöne. Das ist, wenn das Telefon läuft. Das ist ein Alarmton. Das kennt ihr schon, ne? Das ist mein Wecker. Wenn ich meinen Wecker stellen muss, dann nehme ich da so, so wach ich auf. Also so hat man da schon mal am Handy einige Möglichkeiten, um sich zum Beispiel da immer wieder zu erinnern. Dann gibt es ja am Handy nicht nur die Klingeltöne, sondern auch noch dann Bilder. Also kann man ein Hintergrundbild geben mit seinem Ishtar Devata zum Beispiel, ne? Oder auch ein Hintergrundbild am Desktop und so weiter. Also es hört bei den Geräten ja da noch nicht auf, sondern ja, mein Handy zum Beispiel, das heißt Kaivalya. Ja? Also Kaivalya ist die Befreiung. Ne? Oder meine Rechner, die haben auch unterschiedliche Namen, die der eine heißt Shani, ne? Shani, also Shani ist Jupiter, ne? Wo wir dann auch noch ein Mantra dann singen werden von Jupiter. Also Om Praspati Devayanamaha, es ist Jupiter. Ja? Jeder Planet hat da eben auch so sein eigenes Mantra. Und also auch da, weil ich vorher gesagt habe, entweder oder, ja, es gibt Götterplaneten und es gibt Dämonenplaneten. Also da gibt es vier solche, ja, und einen noch dann zusätzlich, das ist dann so ein Mondknoten. Aber in der vedischen Astrologie ist es ganz klar getrennt. Das eine ist ein guter Planet, Jupiter ist ein Gottplanet, und Merkur zum Beispiel ist ein Dämon. Und genauso klar zieht sich das eigentlich auch durch die Bhagavad Gita. Ja? Die Bhagavad Gita ist in den Veden also eins der besonderen Highlights. Es wird ist eine Schrift, wo Krishna über das Leben erzählt, ja, also am Schlachtfeld von Kurukshetra und der Arjuna, der hat so Zweifel, ob er da jetzt seine Verwandten umbringen soll. Und er sagt, naja, wieso, du bist König, jetzt ist Krieg, die haben sich dämonisch verhalten, also musst du das umbringen, du bist der König. Ja? Und das ändert ja nichts, ne? Das sagt Krishna. Und diese Herangehensweise, diese spielerische an Gut und Böse und entweder oder und nichts dazwischen, das ist schon also unglaublich verblüffend und unglaublich klar für mich, ja, und gibt mir also dann schon oft Sicherheit. Aber es ist natürlich dann, wenn man jetzt sagen wir mal so ein Asura, also so ein Dämon als Freund oder als Freundin hat, oder naja, wie geht man damit um? Ne? Da kann sie mir nicht vor den Kopf werfen. Also es sind schon sehr schwierige Entscheidungen dann, aber die richtigen Begegnungen können wir schon suchen. In Familie können wir uns vielleicht nicht aussuchen, ne? Kann man sich vielleicht arrangieren, aber Freunde, Partner. Und diese Begegnungen, die sind eben dieses Prana aus der Umwelt, ja, was ich vorher erwähnt habe, also Essen einerseits und Prana aus der Umwelt bekommen.
Jetzt bewegen mich diese Entscheidungen. Entscheidungen sind ja was ganz Schwieriges. Ja? Wir haben gesagt, ja, wir brauchen mal das Subecha, wir brauchen mal die Entscheidung, wir wollen zur Selbstverwirklichung voranschreiten. Und genauso haben wir die Entscheidungen mit den Menschen, wir haben die Entscheidungen mit unseren Arbeit, mit Wohnraum und diese Entscheidungen zu treffen, ist ja unglaublich schwierig oft. Ja. Wir sind total hin und her gerissen manchmal. Jetzt in den Veden gibt es da so Orakel, das nennt sich Prajna. Prajna. Ich habe dazu auch verschiedenste Videos gemacht, die werde ich dann auch in der Infobox verlinken. Prajna wird eigentlich mit Kaurimuscheln gemacht, also mit 108. 108 ist immer ein Maler, ja? 108 Mal ein Mantra rezitieren und so, das ist so die Einheit für viel. Und es sind 108 Kaurimuscheln, oder ja, der Markus Schmicke, von der da auch ein Buch drüber geschrieben hat, der nimmt so Rosenquarz und so, weil wir eben Kaurimuscheln gibt es halt im Pazifik und nicht in Österreich oder in Deutschland. Und anhand dieser 108 Muscheln oder Rosenquarze legt man dann drei Haufen für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Und das wird dann wiederum jeweils ausgezählt und ergeben sich dann Planeten. Und diese Planeten hat man dann als Anhaltspunkt. Und da gibt es dann ganz klar, wie ich gesagt habe vorher, den Gottplanet oder den Dämonenplaneten. Und so hat man dann zumindest eine Annäherung. Man kriegt ja keine Antwort, ja oder nein. Aber ich meine, das kriegt man ja bei Tarotkarten auch nicht oder im I Ching oder was sonst noch für Orakeln gibt. Und in Delhi wieder auch nicht. In Delphi, die wird auch nicht ja oder nein gesagt haben, ne, sondern die wird halt auch in irgendeiner Art und Weise geheimnisvoll gesprochen haben. Und ja, also natürlich, um Entscheidungen dann zu treffen, ist so ein Prajna schon eine wunderschöne Sache, um da halt dann Energien zu spüren, wofür was und so. Ja, das ist dann ein bisschen eine Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Eben nicht nach Ja oder Nein, nach so ganz klaren Entscheidungen, sondern ja so, ja, wie könnte ich meine spirituelle Entwicklung vorantreiben, wenn das und das passiert oder so. In die Richtung ist schön einfach zu fragen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um Entscheidungshilfen zu bekommen. Es ist eben Astrologie zum Beispiel. Also Jyotisha, die vedische Astrologie ist ein bisschen anders als die westliche Astrologie. Jyoti ist das Licht, ja. Jyotisha ist also die Astrologie. Und da gibt es dann auch wiederum genauso wieder mit den Planeten und so weiter. Und sie gehen dann ganz tief an, geeignete Zeitpunkte auszurechnen oder geeignete Orte für bestimmte Dinge auszurechnen und so. Und wann die Sterne halt dann richtig stehen. Und diese Möglichkeiten geben uns natürlich auch Entscheidungshilfen. Jetzt, klassischerweise, also sag ich mal, Gottesdienst oder so ist natürlich was man in Indien ja bis tagelang, manche eine Hochzeit dauert eine Woche oder so, ja, und das, je nachdem, was die halt dann da alles machen. Aber von ganz einfach Arati, also so eine Lichterzeremonie von einer Minute bis hin zu vielen Tagen gehen da diese Gottesverehrungen. Ne? Eines davon ist sicher Kirtan singen, so wie wir es zuerst gehabt haben mit dem Bittu. Das ist also einfach, ein Sänger singt vor und der Chor und also das Publikum singt nach. Das ist also so Kirtan. Im Rahmen von den Satsangs wird das dann auch gemacht. Also Satsang ist das Gemeinsamsein mit Sat, mit der Wahrheit. Also Sangha ist das Gemeinsame und Sat ist die Wahrheit. Und dieses Gemeinsamsein mit der Wahrheit, mit Gott, ne, das nennt man Satsang. Und da wird dann einerseits gemeinsam meditiert oder halt dann Kirtan gesungen, vielleicht irgendwo aus spirituellen Büchern gelesen oder einer hält einen Vortrag. Das nennt man Satsang. Und dann ein kleines Ritual nachher, Arati zum Beispiel als Abschluss. So können wir es halt in den Yoga-Zentren. Aber genauso die Messen von den Christen oder so, also genauso Satsang. Ja, und wenn man dann weiter voranschreitet, dann
machen Pujas, ja, Pujas, klassischerweise geht man da in den Tempel und gibt eine Spende an den Tempel und dann macht der Priester halt Puja für einen. Man kann es natürlich auch selber alles lernen und diese Mantren rezitieren und da gibt es dann ganz viele verschiedene Abhandlungen, wie man so Puja feiern kann. Da nimmt man halt Blumen mit oder irgendwie frische Früchte und das gibt es dann halt nachher als Prasad, als göttliche Gabe. Das Pendant dazu, Pujas sind da Homas, also mit Feuer, dass man das Feuer verehrt oder im Agnihotras dann. Gibt es also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Pujas zu feiern. Und ja, also diese Pujas, die kann man dann auch noch ganz weit treiben, ne? Dass man sogenannte Yagyas veranstaltet. Und da ist es nicht mehr so, dass jetzt da ein Priester für mehrere Leute oder so halt einfach Puja macht, von ganz schnell halt auch wieder bis zu stundenlang, sondern Yagyas ist es genau umgekehrt. Also da machen viele Priester für einen Puja. Also das ist natürlich dann was ganz Besonderes, eine ganz große Verehrung, dass viele Priester dann für einen die Puja machen. Ne? Und das nennt man Yagya. Und es ist halt alles halt in diese Richtung gedacht, dass man halt Lehrern dient, ja, dass man im Sinn von Karma-Yoga, im Sinn von Yoga der Handlung einfach das tut, was Sache ist. Das tut, was man jetzt gerade eben so machen möchte. Ja, also Entscheidungen zu treffen, naja, ist natürlich, ich möchte zurückkommen auf die Meditationsentscheidung, ja, wie meditieren, welchen Ishtadevata, welche Energie mache ich zu meinem ursprünglichen, mache ich zu meiner Meditation, und das ist eine ganz zentrale Entscheidung, also in meiner Yoga-Praxis war das wirklich der Schritt zur Meditation, die Entscheidung getroffen zu haben, okay, ich nehme Shiva und Om Namah Shivaya ist mein Mantra und als Bild habe ich Shankara, also jetzt nicht den tanzenden Nataraj, der auf den Toten tanzt, sondern den Meditierenden, der im Himalaya am Berg sitzt, in der Meditationshaltung verharrt. Also diese Entscheidung war für mich ganz, ganz zentral. Und da gibt es dann verschiedenste Energien. Ja? Also, wenn wer Musiker ist, dann wird er vielleicht eher Saraswati Bild nehmen oder ja. Und ich will nicht ins Detail gehen. Gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten, was man sich dann gibt. Aber für eine sollte man sich entscheiden. Ja. Wenn man sich entscheidet für Yoga, ist dann sicherlich auch das Essen also ganz zentral, ja. Deswegen, ich habe da eine ayurvedische Ernährungsberaterausbildung gemacht und bin ja jetzt mit Dr. Kamlisch noch eng verbunden. Und da beim Essen ist halt natürlich, es ist ein Selbstverständnis, auch wenn im Ayurveda sämtliche Fleischsorten und so beschrieben werden und ja, empfohlen wird dann vielleicht einmal, wenn jemand ganz schwach ist oder so, dann soll er dieses spezielle Affenfleisch essen oder so, ja. Aber für einen normalen, gesunden Menschen ist also Vegetarismus völlig selbstverständlich. Und wie man das also sinnvoll und so zubereitet, das ist also am Miracoli-Kanal ein ganz, ganz ausführliches Thema. Also Kochen ist natürlich ein wunderschönes Sadhana. Und wir werden es nicht schaffen, in ein Restaurant sattwiges Essen zu bekommen, ja. Also, vielleicht gibt's eins im ganzen deutschsprachigen Raum oder drei oder fünf. Ich weiß es nicht. Aber in den klassischen Restaurants, wo auch alles immer mehr in Richtung Convenience geht und tiefgefroren und sofort fertig und da werden wir kein Yoga-Essen bekommen können, ja. Das ist unmöglich. Also, ja, Kompromiss, wenn man unterwegs ist und so, ist das anderes. Aber wenn man kann, dann muss man selber kochen. Es bleibt dann überhaupt nichts anderes übrig. Und da kann man natürlich dann auch wieder Mantren singen, ne? Oder Lieder, ne? Hari Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya.
Also das, was Peter vorher gesungen hat. Ne? Ja, oder halt wie irgendwas ganz was anderes. Muss ja nicht das sein. Ja? Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Ganesha ist der Sohn, also einer von zwei Söhnen von Shiva. Wenn dann das Essen fertig ist, ist es natürlich auch schön, das Essen zu segnen. Ja. Und wir machen das mit einem Vers aus der Bhagavad Gita, die ich vorher kurz erwähnt habe. Also, Brahma Panam Brahma Vir Brahma Gnau Brahma Nahutam Brahma Eva Dina Ganta Vyam Brahma Kama Samadina. Das heißt ungefähr so viel, ja. Also, wenn man während des Essens denkt, dass das Essen, was man da jetzt isst, Gott ist, dann wird man irgendwann automatisch auch zu Gott werden. So ist eine freie Übersetzung. Ja, und ich habe das versucht jetzt, also versucht, das war ganz korrekt, in der richtigen Melodie zu singen, die Bhagavad Gita rezitiert wird. Und die Bhagavad Gita besteht aus 18 Kapiteln und dauert ungefähr so dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Das kann man sich natürlich auch machen. Machen Sie das als Sadhana jeden Tag in der Früh, ne, Bhagavad Gita rezitieren. Und irgendwann nach ein, zwei Jahren kann es dann auswendig, ne, so passiert das automatisch irgendwo in Indien. Und gleichzeitig ist aber auch mit jedem einzelnen Vers so, dass man die ganzen Inhalte der Bhagavad Gita aufnimmt. Und so ist es natürlich schön, jetzt das Essen zu segnen mit so einem Vers aus der Bhagavad Gita. Ja, also Sattvik, Vegetarismus, sattviges Essen, ja, ganz eine schwierige Sache, ja. Und ja, wir haben eben also drei Wege im Yoga, die beschrieben sind. Einerseits das Verstehen, das Jnana-Yoga, also das Vedanta, ne, wo wir eigentlich heute sind. Vedanta ist die Wissenschaft über die Veden. Das Bhakti-Yoga, also das Lieben vom Herz her, ja, das Lieben, also vom Hirn, Jnana-Yoga, Herz, Bhakti und Karma-Yoga, das Tun mit der Hand. Und das Tun ist natürlich dann eine zentrale Geschichte unserer Arbeit, ja. Was für ein Geschäft machen wir oder welche Arbeit verrichten wir? Ist es auch die Arbeit, die wir wirklich machen wollen, die uns Richtung Selbstverwirklichung treibt? Oder ist es eine andere Arbeit? Und wenn ich jetzt zu irgendwelchen geschäftlichen Terminen oder so gehe, dann habe ich auch ein ganz spezielles Mantra, das ich da verwende, um diese Energie in die jeweilige Begegnung hineinzutragen. Klaus, darf ich dich bitten, den Track 3, Ayodhi, der Dhanam Dehi, Vidyam Dehi, Maheshwari, Samastha Makilam Dehi, Dehi Marameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Ayurdei Dhanam Dehi Vidyam Dehi Maheshwari Samastha Makilam Dehi Dehi Me Parameshwari. Also für mich ist das halt auch ein ganz besonderes Mantra aus dem einfachen Grund, weil Parameshwari ist die weibliche Form von meinem Namen. Also mein Yoga-Name ist Parameshwara. Und da kommt auch das P her vom P, Tiger Ray. Also eigentlich heißt Parameshwara, Tiger Ray. Und Parameshwara ist also, Ishwara ist so die Gottheit und Para ist also die höchste Gottheit, so wird es halt übersetzt. Ja. Diese spirituellen Namen bekommt man auch, wenn man die Mantra-Einweihung macht von dem Lehrer halt, ja.
Und jetzt, wenn wir das Ganze dann jetzt in den Alltag hineintragen wollen, dann ist halt die Arbeit und die Dinge, womit wir uns das Geld verdienen, schon eine zentrale Geschichte. Ist es göttlich oder ist es dämonisch? Und wieder ist es ein ganz klarer Ausdruck meines Lebens, ja. Also, entweder oder. Es gibt kein bisschen gut oder ein bisschen schlecht, ja. Entweder die Arbeit passt oder sie passt nicht. Und das ist halt natürlich wenn man sich so umschaut, mit was man alles konfrontiert wird, ja, stellt sich diese Frage nicht jeder. Sagen wir es mal so ganz sanft, ne? Aber ein Yogi, also vielleicht sollte man jetzt mal ein bisschen das nicht allzu streng sehen, ja. Also ein Yogi ist es so der Überdrüber, so irgendwie, ja, der komplett reine und so. Also wer ist denn das schon? Ja, bitte, also um Gottes Willen, ja. Also ich nicht. Jetzt gibt's die nette Bezeichnung von Bogi. Also es gibt Yogis und Bogis. Also es gibt Yogis, das sind die Überdrüber, die ganz reinen. Und dann gibt es die Bogis, das sind die, die auch sagen, sie machen Yoga und probieren es halt so irgendwie, aber das sind, die haben halt irgendwelche Schwächen. Also sagen wir mal so, wahrscheinlich sind doch eher die Mehrheit oder fast 90% oder fast alle eher mehr Bogis. Ja? Also so ein richtiger Yogi, der wirklich eine Selbstverwirklichung erlebt hat, naja, das ist schon eine schwierige Geschichte. Das ist auch der Anspruch im Ayurveda so, ja. Also, Gesundheit im Ayurveda wird beschrieben. Gesund ist man nur, wenn man die Selbstverwirklichung erreicht hat. Alle anderen sind krank. Und das ist auch, also irgendwie, ja, so entweder oder, ne. Aber gut, bleiben wir bei Yogi und Bogi, ja. Also, diese, Kompromisse, die müssen wir schon in irgendeiner Art und Weise akzeptieren, dass wir die brauchen, ja. Oder halt Schritt für Schritt. Jetzt, ich mache da so einen Monolog, so einen Vortrag über dies und das und jenes und was könnte man nicht tun und das könnte man nicht tun und das. Also eins nach dem anderen, ja. Wenn Sie jetzt da Inspiration rausziehen können, super, freut mich total, ja. Aber nicht alles auf einmal, bitte. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist irgendwie fanatisch zu werden, ja. Also, das sind die, die am weitesten dann wiederum sich abwenden. Wir haben gesagt, Devas und Asuras, also Fanatiker sind zu einem ganz großen Prozentsatz Asuras, ja. Also das passt nicht, ja. Das ist überhaupt, wenn es dann noch auf andere einwirken wollen und so. Dann ist es also aus meiner Sicht höchst problematisch. Ja. Für sich selber kann man ja Entscheidungen treffen. Aber dann, wenn es um die Umwelt geht und so, dann gibt's die anderen auch noch, ja. Und die haben halt auch ihren Weg und ihren Entwicklungsstand und ihre Tipps und das ist alles einfach mal gleichwertig, ja. Und nichts ist schlimmer, als da überheblich zu werden. Ja? Wenn man sich da etwas Besseres fühlt, dann ist man am falschen Weg. Aber genauso gehört es natürlich dazu, wenn man jetzt göttliche Arbeit verrichtet und so, dass man das bereit ist, Reichtum annehmen zu dürfen. Weil es ist nämlich schön komfortabel zu wohnen, eingeheizt zu haben, fließendes Wasser zu haben, ja. Also ein Auto zu fahren oder, also ich möchte gar nicht jetzt da noch, aber um diesen Reichtum annehmen zu lernen, da hilft uns eben Jupiter. Und das ist so ein Praspati Devanamaha. Und da möchte ich dich bitten, Klaus, spielen wir das mal vielleicht ein, was ich da verwende. Ich verwende dieses Mantra beim Schwimmen, also ich schwimme sehr gern, ja. Und das ist auch sehr gut für Herz-Kreislauf-Training, weil Asanas allein ist zu wenig, ja. Wir brauchen Herz-Kreislauf-Training. Wir brauchen in irgendeiner Art und Weise Ausdauertraining. Wir müssen einmal schwitzen am Tag. Dann schwimmen und während schwimmen singe ich dieses Mantra. Track 4. Track 4, habe ich gehört?
Track 4, ja. Und Praspati Devayanamaha. Praspati Devayanamaha. Om 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 Praspati Devayanamaha. Vielen lieben Dank. Ja, also Praspati Devayanamaha ist das Mantra von Jupiter. Jupiter. Ja, gibt es natürlich dann auch verschiedenste Möglichkeiten. Man kann sich zum Beispiel einen gelben Saphir kaufen, das ist Jupiter, auf einen Ring tun und am rechten Zeigefinger diesen Ring tragen. Ne? Das ist Art und Weise, wie es empfohlen wird im Ayurveda. Also Ayurveda geht das ja locker mit den Reichtümern und so, ja. Also da ist das Beste immer gerade gut genug, ne? Und es ist also ganz selbstverständlich, dass man Karunde empfiehlt. Also Karunde ist so ein Überbegriff für alles, was Härtegrad 9 hat, ne? Also Rubine, Smaragde, Saphire, ne? Das sind alles Karunde und auch Diamanten und so. Und die werden dann halt wieder für verschiedene Dinge dann empfohlen. Und Praspati, also Jupiter zum Beispiel, ist eben der gelbe Saphir. Ja, also so führt das alles schon sehr weit. Und diese Art und Weise, diese Selbstverständlichkeit mit all den Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden, die uns die Erde schenkt, umzugehen und sie einfach sinnvoll zu nutzen, das ist schon unglaublich verblüffend. Ja, also ich meine, bei uns sind gerade die Diamanten was wert. Also, ja, die Saphire, die englische Königin tragt, die haben dann vielleicht einen Wert, aber die Juweliere verwenden ja dann nur so Splitter und keine großen Steine. Ne? Und das ist was sicherlich in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten, werden wir sehen, sich ändern wird. Also ich bin fest überzeugt davon, dass auch diese Familie der Karunde in den Werten enormen Zuwachs haben werden. Also wer viel Geld aus der Bank hat, ich empfehle euch in Karunden zu investieren. Aber nicht so große, ne, weil das kann sich keiner leisten. Ne? Aber gut. Es gibt halt also viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Wie wir da jetzt auch schon merken, die wirklich über Asanas und Pranayama und so weit hinausgehen, ja. Und die täglichen Routinen und diesen täglichen Abläufe, das wird jetzt empfohlen, dass man sich da was zurechtlegt, wie man seinen Tag strukturiert, immer zur selben Zeit das Gleiche machen, ja. Weil dadurch bleibt man auch leichter drinnen und eben mit einem anfangen, ja, und wenn das mal sitzt, dann das zweite dazu und dann ist das nächste und so und nicht alles auf einmal. Also Neues zu erschaffen ist natürlich auch immer was ganz Besonderes, wie wir es zuerst in der Kunst gehabt haben, Kompositionen, neue Bilder zu erschaffen, neues Computerspiel oder halt dann neue Technologien und da dran zu sein, das ist schon was sehr was Erhebendes. Und Bittu hat da auch seine Art und Weise, wie er ganz Neues erschafft, also diese Kirtans, das ist ja eher, sage ich mal, in Indien auch dann altmodisch, ne? Und er hat da vor 2 Jahren oder so dann mal in Goa auf eine Einladung ein Konzert gespielt und da gibt es ein Live-Video von ihm. Und das würde ich gern jetzt abspielen, Klaus, Minute 3:22. Und zwar ist es Rade Rade, also wie ich bei der Begrüßung erwähnt habe, ja, in Vrindavan, wo Bittu zu Hause ist, da begrüßt man sich mit Rade Rade.
Und Radha, also Radhe, ist die Frau von Krishna, also besser gesagt halt eine Gopi von Krishna, aber die Hauptgopi. Er hat eigentlich 108 Gopis, also 108 Frauen. Und jeder dieser 108 Frauen glaubt, er ist nur mit ihr zusammen. Also so ist es Krishna. Ne? Das sind die Rasa-Lilas, also die göttlichen Spiele. Spiel mal Radhe Radhe, Pitu Malik. Thank you.
Bitte, Malik. Прямо из Neu zu erschaffen, ist schon was ganz was Außergewöhnliches. Und das zeichnet uns ja auch aus, irgendwo, diese schöpferische Kraft, die wir in uns haben. Ja, also, jetzt habe ich viel und lange mal geredet. Will irgendwer zu Wort kommen? Das ist eine gute Frage. Also ich bin ganz... Ja. Also ich bedanke mich für diesen wunderbaren Vortrag und für das Kennenlernen des erweiterten Yoga-Möglichkeiten, sag ich mal. Weil wir haben ja verschiedene Yogas schon kennengelernt, so im Umfeld. Der eine macht eine besondere Gymnastikübung und der andere vertieft sich nach innen herein. Und du hast also so ein umfangreiches Bild gegeben. Danke dir dafür. Om Namah Shivaya, Maria. Vielen lieben Dank für den Feedback. Es freut mich sehr. Na, dann möchte ich gerne ein bisschen über was sprechen, was uns sehr, sehr nahe liegt. Das ist die Familie. Und die Familie, wenn man jetzt eben sich entscheidet, einen Yoga-Weg zu gehen, ist schon eine ganz zentrale Geschichte. Das reicht wahrscheinlich nicht, dass das akzeptiert wird oder vordergründig akzeptiert wird. Ja, also gerade in der Familie, na gut, mit Eltern und Tanten oder kann man ja wahrscheinlich eh nur das nehmen, was da ist und so, aber natürlich die unmittelbare Familie kann man es aussuchen. Und wenn wir jetzt unseren Tag yogisch gestalten wollen oder vedisch gestalten wollen, einen vedischen Lifestyle pflegen möchten, dann ist es schon ganz, ganz zentral, dass das auch von allen gewünscht wird, ja, weil sonst ist es sehr, sehr schwierig. Aber natürlich, wir haben dann weiter die Möglichkeit, dass wir unsere Kinder Yoga-Namen geben, ne? Also meine Kinder heißen zum Beispiel Shankara, der Bub, und mir dabei, das Mädchen, also Shankara, ich habe es vorher erwähnt, der meditierende Shiva, mir dabei, Mira, ist ein anderer Name für Radha, also ist die erste Gopi von Krishna sozusagen, und Bai ist Hindi und heißt Frau, also die Frau Mira, Mira Bai. Und so drückt man natürlich irgendwo einen Stempel drauf, aber das tut man auch ohnehin, wenn man ein vedisches Leben führt, einen vedischen Lifestyle, und die Kinder kriegen das dann von der Zeugung an mit. Ist natürlich auch so, naja, aber jeder lebt halt sein Leben, ne? Weil es gibt wahrscheinlich Schlimmeres, als Eltern zu haben, die einen vedischen Lifestyle pflegen. Ganz im Gegenteil, es ist sicherlich aus meiner Sicht eine große Gnade, das miterleben zu dürfen. Ja, und dann natürlich, wenn ich die Zeugung gerade erwähnt habe, ist natürlich auch eine ganz zentrale Geschichte. Und da gibt es ganze Abhandlungen im Ayurveda drüber, wie denn das. Ich habe da mal ein Video gemacht, das ich dann verlinken werde. Sie sagt, da die Essenz im Zentrum, ja, also dass man so wirklich versucht, den besten Samen aufzubauen und das beste Ei für das Kind zu verwenden. Und da gehört jetzt schon einmal dazu, dass man schon einige Zeit einmal sinnvoll gegessen hat, sich ernährt hat, dass man vielleicht Asanas gepflegt hat, seinen Körper in Ordnung hat, also natürlich, gerade besonders die Frau muss halt da körperlicher topfit sein, ne? Und damit sie da beste Ergebnis hervorbringt. Und das ist halt nur möglich, wenn man regelmäßig schlafen geht und wenn man regelmäßig isst und wenn man glücklich und zufrieden seine Dinge erledigt und nicht in Rajas, nicht in der Hektik und auch nicht in Tamas, in den schlechten Gefühle, alles gegen mich und die ganze Welt ist halt unangenehm oder man schläft den ganzen Tag oder niemand mag mich. Das ist dieses tamasige Gefühl. Und wenn man da sich in diesen Energien bewegt, dann ist es natürlich auch dann für die
Nachkommenschaft dann prägend. Wenn man aber sattwiges Leben und vedische Überlegungen oder müssen keine Überlegungen sein, man muss nichts verstehen. Wir haben irgendwie drei Wege. Ja? Also das Jnana, das Verstehen des Yogas ist eines. Aber es reicht auch zu lieben, ja? Einfach zu lieben, Bhakti. Ja? So wie es zum Beispiel Radha oder Mira mit Krishna macht, ja. Das ist Symbol für Bhakti, für die Hingabe, für das Dienen. Genauso ist es auch okay, wenn man dieses Handeln in den Mittelpunkt rückt, die Hand, ja. Aber nicht die Handlung, um Geld zu verdienen, nicht die Handlung, um sich zu bereichern, nicht die Handlung, um Lob zu erhalten, sondern einfach tun, was getan werden muss. Und was man halt glaubt, dass getan werden muss. Und was halt jetzt Sache ist, ja. Und wenn jetzt das Kind frische Windeln braucht, dann ist es eben Sache, dass es frische Windeln braucht. Und wenn ihm ein Glas aus der Hand fällt und das zerbricht und alles pickt dann, weil der süße Saft da über den Boden rinnt, dann wischt man das halt weg. Im Sinne von Karma-Yoga mit einem Lächeln im Gesicht und mit einem Mantra auf den Lippen. Das ist die Idee. Und ja, jetzt um auf die Zeigung zurückzukommen, ist natürlich dann auch schön, dass man jetzt dann, wenn man aktiv und bewusst ein Kind zeugt und man kann dann ungefähr die Tage wissen, wann das möglich ist, dass man sich dann darauf auch besonders vorbereitet, dass man eine besondere Stimmung macht, dass man regelrecht ein Fest draus macht und vielleicht halt einmal ein paar Tage aufspart und nicht bis zur letzten Befriedigung alles auslebt, sondern halt dann irgendwo so einen richtigen nochmal hyper drüber Höhepunkt schafft. Und wenn das dann klappt, dass da dann ein Kind draus wird, so meint Ayurveda, ist die beste Voraussetzung, dass es ein besonderes wird. Ja, ich weiß ja auch, dass man also sich in Indien oftmals sehr lange vorbereitet hat auf ein neues Kind und dann betet, dass es aus den höheren Sphären kommt und sich inkarniert durch diese Eltern. Das habe ich ja, wie du wahrscheinlich auch gelesen, in der Autobiografie eines Yogi. Und das sind schon, also es ist schon unabdingbar, dass man sich auch reinhält. In seinem Geist, in seinen Gefühlen, überhaupt ganz und gar. Und vor allen Dingen die Liebe verwirklicht. Ja. Ja, sehr schön. Ja, es gibt auch dann im Ayurveda noch andere Hilfsmittel. Also Shatavari für die Frau, das ist so ein Kraut aus dem Himalaya. Und Ashwagandha für den Mann, das sind dann so Kräuter. Jeweilige männliche oder weibliche Energie vorantreiben sollen. Ja, dann gibt es dann noch das Shilajit. Shilajit ist so Pech, das aus den Steinen rinnt im Himalaya, also aus den Felsen. Und das nehmen sie auch, also da hat man dann beobachtet, wie dann, wenn die Affen da geschleckt haben, ne, dass sie dann halt ganz wild wurden. Und dieses Shilajit, das ist da auch mal empfohlen. Also es gibt ja schon so Aphrodisiaka auch natürlich und dann das ganze Kamasutra. Die haben das wirklich vergöttlicht, ne? Muss man schon ganz, ganz genau so sagen. Ja. Lieber Thomas, ich schätze, was da heute Abend passiert. Du gibst uns die gute Lehre der vedischen Lifestyle-Lehre. Bringst du uns näher. Also ich habe das nicht so ausführlich gesehen und gewusst. Ich weiß nur aus Thailand her, dass man in Thailand versucht, die ganzen Mantren zu verbieten, sogar per Gesetze, und ja, weil sie wohl eine ziemlich starke Kraft haben sollten. Ja, also wie gesagt, die Mantren sind das mächtigste Werkzeug im Yoga, garantiert. Ja, also es gibt nichts Mächtigeres. Aber natürlich jetzt das Leben ist auch da, und was ganz entscheidend ist, ist in Richtung Glück, dass wir entspannen lernen, ja. Also, dass wir schaffen, eine Work-Life-Balance zu finden. Wenn wir immer nur nachrennen und immer nur das tun, was uns aufgedrängt wird oder was von uns erwartet wird, dann
werden wir sehr schwer haben, zu uns zu finden. Ja, also diese Entspannung in den Alltag einzupflegen, wenn es auch mit kleinen Dingen beginnt, diese Batterien regelmäßig, die wir in uns haben, immer wieder aufzuladen, das erscheint mir als ganz, ganz, ganz wesentlich. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie wir das vorantreiben können, aber die Energie draufzulenken und das Entspannen ernst zu nehmen und nicht das vergeudete Zeit zu sehen und das wirklich aktiv anzugehen, ja, um dann eben wiederum in Freude leistungsfähiger zu sein und in kurzer Zeit viel erledigen zu können und interessante Dinge erledigen zu können. Also das ist ganz, 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 ganz wesentlich, ne? Die Entspannung, ja. Und da gibt es halt dann verschiedenste Entspannungsübungen. Wenn man nur einfache Dinge, also die Vera Birkenpil zum Beispiel, ja, die sagt immer, wenn man traurig ist oder wenn man auf jemanden zornig ist oder so, man soll doch aufs Klo gehen und mal eine Minute durchhalten und künstlich grinsen. So halt einfach die Mundwinkel hochziehen. Das ist zum Beispiel so eine wunderschöne Möglichkeit aus meiner Sicht, was ich auch selber immer wieder gern mache. Wenn ich mich erwische, dass ich mich über irgendwas ärgere oder was, dann beim Autofahren oder so, dann aktiv versuche ich eine Minute durchzuhalten, die Mundwinkel nach oben zu ziehen. Und das ist automatische Verändern der Muskeln im Gesicht hat eine unglaubliche Wirkung, ja. Und so mit so kleinen Dingen, die mal zu bemerken, dass es unnötig ist, dass wir uns aufregen. Oder wenn wir uns aufregen, dass wir das versuchen, sofort umzudrehen. Wenn wir es schon mal bemerken, dass diese Dinge eigentlich nur uns selbst schaden, ja, und den anderen ja oft dann nicht einmal berühren. Und da ist eine unglaubliche Kraft drinnen, dass wir da vom Tag her gelassener werden. Und also zwischen Raga und Vesha, also zwischen Zuwendung, Ragas, ich habe vorher erwähnt, zwischen schöne Musik, Ragas, ja, und Vesha ist das Gegenteil, das ist das, was wir weniger wollen. Und dieser Zustand des Samadhi wird das bezeichnet, ja, also diese Zufriedenheit, diese Ausgeglichenheit zwischen Raga und Vesha zu erreichen und das als Ziel zu haben, immer in so einer grundsätzlichen Zufriedenheit zu bleiben, egal was im Außen passiert, ja, ob wir im Außen was Wunderschönes erleben, nicht zu euphorisch hineinsteigern und die Emotionen zu hoch schwellen lassen, und wenn wir was Negatives erleben, genauso nicht ranlassen, ne? Das Ganze segnen und durch was ersetzen mit das, was wir haben wollen. Das ist ja eigentlich das ganze Ziel, was ich mit Yoga Citta Vritti Nirodha, Ausdünnen des Geistes, ja, gemeint habe. Ja. Diese aktive Herangehensweise ist nichts anderes, als dass man den ganzen Tag befüllt, 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 damit das, was wir nicht wollen, keinen Platz mehr hat. Und wenn halt dann doch was da ist, was wir eigentlich nicht wollen, und wir bemerken das, können wir das ja segnen und wieder wegschicken nach Hause. Dort, wo es hingehört. Nicht zu mir. So. Das ist ja so die Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist ja auch dann schon eine gewisse Stabilität für sein eigenes Leben. So eine Lebensqualität, wenn man das schon so weit beherrscht. Ja, es ist auch gesund für den Organismus. Und das ist das Interessante. Ne? Also, das merkt man richtig, wie Gedanken, Gefühle und Körper einfach eins sind und zusammenhängen. Ja? Also wenn wir uns aufregen, ist das schlecht für unsere Gesundheit. Also ganz schlecht sogar, sehr, sehr schlecht. Ja. Also werden verschiedene Botenstoffe ausgesendet und die Nerven und dies und das und jenes. Und dann, wenn das dann sich noch auf den Magen schlägt und man nichts mehr essen kann oder dies oder das. Also da gibt es ohne Ende. Und ich meine, Ayurveda sagt mal so, 80-90% der Krankheiten kommen aus dem Darm. Also das Essen ist schon was ganz, ganz Zentrales, ja. Und eben das regelmäßige, sattige Essen, das hilft uns dann auch in die Meditation. Und eben in die Entspannung und in diesen Samadhi-Zustand, in diese innere Ausgeglichenheit. Aber wenn wir da so beim Segnen sind und so, ne, also wir haben ja dann auch oft vielleicht liebe Menschen, die
wir begleiten wollen bei einer Krankheit oder in irgendwelchen schwierigen Situationen und so. Ne? Und ja, also da gibt es natürlich dann schon Möglichkeiten. Wenn die Leute das fremd ist und sie mit dem Yoga nichts am Hut haben und so, ja, dann kann man ja in Gedanken die Mantren rezitieren. Man muss sie nicht konfrontieren und vor den Kopf stoßen. Also Swami Sivananda sagt sogar, dass die gedanklich rezitierten Mantren stärkere Wirkung haben als die, die man singt. Ja? Wenn man es schafft, die Gedanken alleine zu konzentrieren, ist das also mehr noch. Also ich mache das dann zum Beispiel mit Om Gang Ganapataye Namaha, Om Gung Guru Pyo Namaha, Om Maim Saraswatiye Namaha. Das sind so, also Ganapati ist ein anderer Name für Ganesha und Guru Pyo ist auch ein Ganesha und Saraswati. Das ist so eine Abfolge von drei verschiedenen Mantren. Und das habe ich auch immer gemacht, zum Beispiel, wenn ich die Kinder Handel gehalten habe und schlafen gehen. Also war immer dasselbe Ablauf. Ne? Ja? Om Gang Ganapataye Namaha, Om Gung Guru Pyo Namaha, Om Maim Saraswatiye Namaha. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Und das war so dann halt immer noch weiter, ne? Und also nach 2-3 Minuten haben die immer geschlafen. Ja. Es war einfach ganz automatisch, wenn diese Mantren gesungen wurden im Kinderzimmer, dann war schlafen. Und da war es egal, ob es jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde früher oder später war, dann sind sie einfach immer sofort eingeschlafen. Ja, jetzt sind sie größer und so, jetzt ist es nicht mehr so. Aber solange wir diese Handelhaltgeschichte gemacht haben, haben wir das immer so eine Routine gehabt. Und es ist schon verblüffend, wie, also heute noch, also, wenn ich das zum Singen beginne, plötzlich fange ich an zum Gähnen und so. Ja, also es geht richtig ins Unterbewusstsein, ne? In dieses Chitta hinein, wenn das dann über Jahre jeden Tag so passiert. Und so hat man halt dann da verschiedenste Möglichkeiten. Jetzt, ich rede natürlich über sehr traditionelle Möglichkeiten, ja, wie man es in der Yoga Tradition in Indien lernt. Ja. Ich habe indische Lehrer natürlich, ja. Ich habe mich irgendwann für das entschieden und hatte mit dem Christentum sehr wenig zu tun. Also ich bin mit dem Christentum insofern verschont geblieben, weil ich ja nicht mal getauft wurde von meinen Eltern und habe keinen Religionsunterricht und so. Natürlich ist man hier in Europa christlich geprägt, das geht gar nicht anders, ja, weil da gibt es Gesetze, die sind christlich, also da gibt es Ehen, die und dann wer kriegt da Pension und wer nicht und so, und also da gibt's ganz lustige Dinge, obwohl Kirche und Staat getrennt sind, die alles also aus meiner Sicht sehr, sehr christlich sind. Aber ich habe mal einen Pater kennengelernt aus Kanada, der hat 30 Jahre lang in Indien eine Kirche betreut. Und das war unglaublich spannend. Er hat sich diese ganzen indischen Zeremonien auf sein Jesusbild übertragen und hat ein Bild hingestellt von Jesus und hat da Puja gemacht, ja, mit ganz eigenen Mantren. Und weil es auch viele da jetzt vielleicht christlich orientiert sind, die da zuhören oder so, oder zumindest geprägt von ihren Umfeld, dann möchte ich gern das halt da kurz einbringen, um auch andere Energie reinzubringen. Weil er hat gesagt, es gibt im Christentum genau zwei Mantren. Und das lernt man eigentlich also so, irgendwo in die Messe geht nicht. Ja? Und das eine Mantra ist Yeshua, einfach nur Yeshua, also in Hebräisch oder so, glaube ich, oder Aramäisch, weiß nicht genau, welche Sprache er da gesprochen hat, Yeshua ist, also immer wieder wiederholen, Yeshua ist das männliche Mantra und Kyrieleison ist das weibliche Mantra. Und Kyrieleison, diese beiden Mantren, hat er gemeint, sind im Christentum diese zentrale Essenz. Und das war also wirklich wunderschön, dem zuzuschauen. Er hat dann so eine kurze Geschichte, 3 Minuten oder fast 5 Minuten, so Puja gemacht, mit allem drum und dran, wie er in Indien Puja macht, ne, aufs Jesusbild, und so hat das, diese Mantren
hat dann rezitiert und dann hat er erklärt, was er da gemacht hat. Und das war für mich schon unglaublich spannend, ja. Also das ist das Mantra, was ich beim Spazierengehen rezitiere. Und das habe ich eben von Babaji. Babaji war ein Haidakan. Da gibt es jetzt den Ashram von den Schülern von ihm. Und das war sozusagen ein Avatar, ja, also ein Gottmensch. Sagen's. Also er hat selber keine Bücher oder irgendwas geschrieben. Es gibt nur so Bücher über ihn. Und eben dann die Pflege in dem Ashram in Haidakan. Und da wurde so ein 18- oder 19-jähriger Jüngling oder so in einer Höhle im Himalaya gefunden, in Meditation. Und er hat dann so 10 oder 15 Jahre so ungefähr dann in den Ashram geführt und war dann einmal eines Tages auf einmal wieder weg, ohne einen Körper zu hinterlassen, so ungefähr die Geschichte. Und das Ganze ist aber noch nicht so lange her, das war in den 80er Jahren, ja, also unglaublich. Und von Live-Mitschnitten von einer Freundin von mir, die in dem Ashram war zu seinen Lebzeiten und ihm begegnet ist und von ihm gelernt hat und ihn als Guru angenommen hat, die hat so einen Kassettenrekorder, so Tapes mitgehabt und da war dieses Mantra drauf und seitdem nehme ich das zum Spazierengehen. Dieses Om Namah Shivaya, dynamisch nenne ich es halt, ja. Ja, Fragen direkt habe ich keine, weil ich diese Sendung wirklich nochmal ein zweites Mal für mich wirken lassen darf. Mit diesen Mantren, jeder kennt die Ohrwürmer, so sage ich immer, habe ich früher gehabt, von Rolling Stones und so weiter. Bis ich irgendwann mal die Mantren gehört habe, sind im Endeffekt auch Ohrwürmer, die man dann halt, ja, einfach im Kopf hat. Und ja, und es ist angenehm. Nicht alle Melodien sind so meine und die Aussprache darf man auch lernen. Einige sind einfacher zu sprechen, für mich als Deutscher. Und ja, das habe ich so bisher in meinem Leben beobachten dürfen. Na, danke für dieses Weitergeben deiner Eindrücke. Ja, genau, also die
Aussprache der Mantren ist schon sehr wesentlich, weil die Melodie eigentlich die wirkliche Energie dann auch ist, ja. Und es gibt also von ganz einfachen Mantren, von einem Wort, also bis zu Abhandlungen von einer ganzen Stunde oder so. Also es gibt eine unglaubliche Wissenschaft und Möglichkeiten, sich da zu vertiefen und eben sich mit etwas zu beschäftigen, was man gerne merken möchte. Aber ja, die westliche Musik und auch die Beatles und so haben wir da wiederum dann auch ihre Lehrer gehabt und diese Dinge uns näher gebracht, was schon sehr schön ist, ja. Und da kann ich nur mich nochmal wiederholen, ja, die Mantren geben uns wirklich die Möglichkeit, die Vritis unmittelbar, also die Gedanken direkt zu beeinflussen. Die Mantren haben die Kraft, uns immer wieder dorthin zu lenken, wo wir uns eben hinbewegen wollen, zur Einheit, zum einen Leben, zu bemerken, dass wir nicht getrennt sein können vom Leben, dass wir einfach ein Teil davon sind. Und für mich ist total okay. Gute Nacht, Shubharatri. Ja, lieber Thomas, Tiger Ray, wollen wir nochmal kurz auf Maria zugehen, bevor wir rauswinken. Maria, wie hast du den Abend denn empfunden für dich? Ja, sehr informativ und wie gesagt sehr umfassend, weil entweder macht der eine das eine oder der andere das andere. Und hier hat er darauf hingewiesen, erstmal auf den Ursprung und auf das Allumfassende. Danke dafür. Ja, danke dir, Maria. Danke dir, lieber Tiger Ray oder auch Thomas Ulbricht. Thomas, möchtest du noch irgendwie einen Termin oder irgendetwas bekannt geben? Vielleicht hast du da was? Naja, also Miracoli, Yoga und Ayurveda auf YouTube, da habe ich 200 Videos gemacht. Das ist schön, wenn sie da vielleicht irgendwo ein Like kriegt oder gar ein Abo da lasst. Dann habe ich ein Buch geschrieben, das nennt sich Go to Elysium Now. Und die Webadresse ist auch genauso gotoelysium.blogspot.com, gotoelysium zusammengeschrieben. Da kann man auch ein Buch kaufen, wenn man möchte. Da sind alle Gedanken zusammengeschrieben, die Ideen, die ich im Laufe meines Lebens zusammengetragen habe, also verschiedenste Themen, dann halt auch Bildung und so. Da habe ich auch einmal eine Sendung hier auf Okitok gemacht dann darüber. Oder auch Geld und also verschiedene Themen, was alles da halt so im Laufe des Lebens zusammengekommen ist, habe ich dort so zusammengefasst. Also bei der Bildung zum Beispiel halt, dass die Kinder nicht in die Schule gegangen sind, ne, und so. Und also zumindest die ersten Jahre, ne? Dann später dann in die höheren Schulen ist wieder eine andere Geschichte. Aber in der Volksschule und so, da bist du in der vierten Klasse, Hauptschule oder Mittelschule, ist man ja wirklich nur dort, um folgen zu lernen und gehorchen zu lernen. Ja, das ist der einzige Grund. Ich kann nichts anderes erkennen, weil wenn die Eltern lesen und schreiben können, kennen es die Kinder auch. Ja, das wollen sie dann. Also, aber nur als Beispiel. Und in diesem Buch, da gibt es halt dann viele, viele unterschiedliche so, naja, ich möchte nicht sagen schräg, eher halt unkonventionelle Ideen. Und ich schreibe das alles so, als wäre es schon so, wie ich es haben möchte. Also den Weg dorthin beschreibe ich nicht, sondern ich gehe davon aus, dass sich das in den Äther pflanzt und dann irgendwann so sein wird. Und die Wege dorthin werden sich schon finden. Ja. Also das waren vielleicht noch zwei Dinge, die ich gerne anbringen wollte. Also. Lieber Thomas, es ist bald Weihnachten, das neue Jahr kommt da. Man sagt oft, man hat Vorsätze, man hat auch oft einfach ein paar Wünsche. Jetzt haben wir die rauen Nächte. Hast du irgendwie einen Wunsch für das nächste Jahr für dich? Naja, mit Wünschen ist es so eine Geschichte. Ne? Wir versuchen ja im Yoga den Wünschen möglichst auszuweichen. Also schon Dinge, die wir als nächstes tun und so, als Ziele anzustreben. Aber dieses wunschlos glücklich sein ist ja eigentlich das Ziel. Jetzt haben wir natürlich jetzt, sage ich mal, jeden Neumond, nicht nur zu Silvester,
die Chance, einen Neubeginn anzudenken. Und umso kleiner die Kleinigkeiten sind, umso eher hat man die Chance, dass man es auch verwirklicht und die Wünsche unter Anführungszeichen in Erfüllung gehen. Aber der Gedanke im Yoga ist, wunschlos zu sein, ja, definitiv. Das bestätigt sogar die Maria. Maria, bitte, dein Mikrofon, komm. Ja, man lernt ja, dass man keine Wünsche hat, weil durch Wünsche muss man sich immer ständig wieder neu inkarnieren, bis diese Wünsche erfüllt sind. Und das haftet, also man bindet sich dann. Aber wenn man dann weiter doch möchte, dann lässt man los. Ja, also du sprichst natürlich da jetzt wieder ein Riesenthema an, ja. Wenn wir über Karma reden, ja, da gibt's eine große Verwirrung, wie ich es erlebe. Weil, also einerseits unterscheiden wir zwischen verschiedenen Karmas, ja, also da habe ich auch mal ein umfassendes Video gemacht dazu, wo ich dann da ausführlich dann drüber reden würde, ja. Aber der grundsätzliche Druckschluss ist der, wir reden von guten und schlechten Karma. Und das ist aber überhaupt nicht das Ziel, darum geht's überhaupt nicht. Es geht darum, kein Karma mehr zu erzeugen. Weil wenn ich gutes Karma erzeuge, dann erzeuge ich ja wieder Karma und das muss ich dann wiederum neu abarbeiten, ja. Also es geht nicht darum, um gut oder schlecht, sondern es geht darum, kein Karma. Und das ist einfach überhaupt nicht klar in unseren Sprachgebräuchen. Und ja, also das Video, das ich dann sicherlich Infocard machen möchte, jetzt außer aufgeschrieben, erklärt es dann im Detail, wieso das so ist. Ja, Thomas, dann sage ich mal, der Abend geht zu Ende. Ich möchte noch mal einen Hinweis machen. Du bist ja auch mit den Agri-Future-Tagen viel am Schneiden gewesen von Villach aus, die Veranstaltung, die Agri-Future-Days. Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen. Du hast da einige Videos auch schon hochgeladen. Ja, ich habe da heute auch das letzte in der deutschen Synchronversion hochgeladen. Es gibt noch ein paar in englischer Originalversion. Das ist in der Playlist verlinkt. Es ist eine sehr schöne Veranstaltung, sehr tiefgehende Veranstaltung. Also diese Wissenschaftler, die dort gesprochen haben, ja, die werden leider in den Kommentaren und von manchen Zusehern nicht wirklich als das gesehen, was ich dort erlebt habe. Das sind alles Querdenker, ja. Das sind alles Leute, die mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das sind wirklich, wirklich Leute, die sich fürs Richtige einsetzen. Und das würde ich gern dazu sagen. Super. Danke dir, Thomas. Ich hoffe, wir begrüßen dich bald wieder hier auf OKTalk. Du hast hervorragende Sendungen gemacht, bereicherst unsere Zuhörer und die Plattform OKTalk. Ich danke dir dafür. Und jetzt gehen wir in den letzten Song rein. Den darfst du noch mal kurz ankündigen, den Track 21. Und danke, lieber Klaus. Also das Lob möchte ich gerne einfach retournieren. Vielen lieben Dank für deine OKTalk-Initiative und für dein jahrelanges Durchhalten und immer dranbleiben und immer weiter zu tun. Also vielen, vielen Dank. Es ist fantastisch, was du hier aufgebaut hast. Und zum Track 21, das ist Arati, ist eine Lichterzeremonie, die man halt jetzt aber nur den Text hören und halt nicht zuschauen können, wie das abgeht. Shubaratri, gute Nacht. Shivosnyaham.
Antia Jyotir Vanya Jyotir Vrajak Jyotir Varapara Jyotir Jyotir Zayam Jyotir Atma Jyotir Shibosnyaham Jai Jai Arati Vina 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 Yaka Shri Ganesha Jai Jai Arati Supramanya Supramanya Kartikeya Jai Jai Arati Venukopala Venukopala Venulola Papa Vidura Navanita Jora Jai Jai Arati Venkatarama Venkataramana Shankatahana Sitarama Radeshama Jai Jai Arati Gauri Manohara Gauri Manohara Bhavani Shankara Sambasara Shiva Uma Maheshwara Jai Jai Arati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jai Jai Arati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jai Jai Arati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jai Jai Arati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jai Jai Arati Sinishwaraya Sinishwaraya Bhaskaraya Jai Jai Arati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jai Jai Arati Satpurnata Satpurnata Shivananda Jai Jai Arati Vishnudevananda 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 Jai Jai Arati Agastya Munaye Agastya Munaye Shri Rama Priyaya Jai Jai Arati Ayappa Swami Ayappa Swami Dharma Shastare Jai Jai Arati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jai Jai Arati Muhammad Gurave Guru Nanak Gurave Samasta Gurubhyo Namaha Jai Jai Arati Venukopala Om Ratna Suryobhati Nachangatarakam Himadityutu Panti Kujoyomati Kamiva Mantamarabhati Sarvandasyavasvasavam Jivandibhati Om Gangeja Yamune Jaiva Godari Saraswati Namade Sindhu Kaveri Namastupyam Namo Namaha Vāmīva mātā ca pitā tvamīva Vāmīva bandhu śaśākā tvamīva Vāmīva vidyātra vinam tvamīva Vāmīva sāvā mamā deva deva Kāyena vācā manasendriyāva Budhyādvanava prakriter svabhava Karomi adhya chakalam parasmai Narayana iti samapayami Svardhavam vari jai jai mamrikham shanam raja Aham tva sarvapripyo moksha jami masucha Radio Okitok, Radio Okitok, von Mensch zu Mensch.